Willkommen zurück bei Oblivion. Jetzt werde ich endlich die Bücher abgeben, die ich beim letzten Mal bekommen habe. Ihr seid, hi. Tarmena, geil, Mann. Das liebe ich. Neben NPC setzen und dann so im Sitzen anfangen zu reden. Was wollt ihr? Das ist für mich spielerische Freiheit. Die heilige Schrift des Kultes der mythischen Morgenröte. Das Buch soll von Merunes Dagon selbst geschrieben worden sein. Falls es tatsächlich existieren sollte, wäre es ein Artefakt von gewaltiger und böser Macht. So ist es. Das mutmaßliche Oberhaupt des Kultes der mythischen Morgenröte. Er hat die berüchtigten Erläuterungen zum Mysterium Xaxis verfasst. Die Erläuterungen entstanden zu Lebzeiten von Tiber Septim, vor über 400 Jahren. Es ist also recht unwahrscheinlich, dass er noch lebt. Doch man kann nie wissen. Es ist ein Vampir. Um den geheimen Schrein für Merunes Dagon zu finden, müsst ihr die vier Bände der Erläuterungen von Mankar Kamoran lesen. Diese geheimnisvollen Kulte verstecken ziemlich häufig Botschaften in ihren heiligen Schriften. Wenn potenzielle neue Mitglieder den Schrein finden, haben sie schon die erste Prüfung auf dem Weg zur Erleuchtung bestanden. Aber nicht, dass sie dann selber finster werden. Ich werde ein wenig darüber nachdenken. Und wenn mir etwas einfällt, lasse ich es. Kommt morgen noch einmal. Ich hab doch die Bücher. Na gut, dann lese ich sie mal. Ich lese weiter. Okay, zack. Ja, wahrscheinlich muss ich dann auch umsetzen. Also ich muss richtig aktiv lesen, was da steht. Reicht nicht einfach nur anklicken. Schau mal, so alles römische Zahlen, nur Teil 2 ist einfach so eine 2. Was soll das? In den ersten zwei Bänden der Erläuterungen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja vor euch etwas heraus. Oh, bist du cool. Hallo. Ja, wie auch immer. Guten Morgen. Wie dem auch sein mag. Ich sollte diese Bücher etwas gerne. Ich warte aber trotzdem mal 24 Stunden. Weil vielleicht kann sie mir dann auch was sagen. Und dann erledigt sich's vielleicht dadurch. Es. Ja, die Angelegenheit. Was meinst du damit? Na, die Angelegenheit. Verstehe. Okay, 24 Stunden später. Argonier können unter Wasser atmen, so wie auch sie. Ja? So, noch ein Stündchen dran, wer weiß. Wer weiß. Hi. Was kann ich. Nee, das war nur bla bla. Da kann man nichts. Okay, ich muss tatsächlich. Halt, vielleicht. Nee, sonst gäbe es einen Questmarker, aber. Was? Ich habe die ersten beiden Bände bei meinen Freunden aufgetrieben und mich nochmal darin vertieft. Mankar Kamoran ist aber auch ein faszinierender Autor. Zweifellos verrückt, aber faszinierend. Ah, aber was noch wichtiger ist, ich glaube, dass die ersten Wörter in jedem Absatz wichtig sein könnten. Vielleicht ist... Ich werde weiter daran ab... Die ersten Wörter in jedem Absatz? Ja, ich verstehe. Also. Oh, ich muss, glaube ich, einen Stift zücken und mir ein paar Notizen machen. Stift habe ich hier. Hier habe ich ein Notizbuch. Let's go. Seid geneigt. Seid geneigter. Seid gegrüßt, geneigter Leser. Ah, okay, vielleicht eher so. Seid gegrüßt, geneigter Leser. Ja, halt. Seid gegrüßt, geneigter Leser. Tretet ein. Tretet ein.
jede Himmelsgegend. Jede. Wobei, ist das ein neuer Absatz hier oder einfach ein neuer, doch neuer Absatz? Jede Himmelsgegend auf Nacht. Tretet ein. Mein eigener. Ob Palast ewig soll, die Heilsbotschaft durch mein vom Roten. Okay, fassen wir mal zusammen. Seid gegrüßt, geneigter Leser. Tretet ein. Jede Himmelsgegend auf Nacht tretet ein. Mein eigener, ob Palast, ewig soll die Heißbotschaft durch mein vom Roten. Passt. Oder ist es immer so die Einleitung von jedem? Seid gegrüßt, Novize, und lasst euch zunächst beruhigen. Geneigter Leser, dieses Buch ist ein Tor zu bla bla bla. Tretet ein, wie ein Fürst von Dagon vorgeschrieben, jede Himmelsgegend auf Nacht vor Tag. Und diese sollt ihr wissen, dass diese anfängliche Einsicht hinfällig ist, wie die stürmischen Abendbrandung, in der aller Glaube geprüft wird. Das war. Und jetzt streiche ich mal die zweiten Wörter alle, sodass nur die ersten übrig bleiben. Seid geneigter, tretet, jede auf, tretet mein, ob ewig, die durch vom. Vielleicht ist auch das nicht die Lösung. Mal klar, mit dem ersten Wort jedes Absatzes eine Nachricht zusammengestellt werden kann. Ich muss diesen Hinweis weiter verfolgen. Mit dem ersten Wort jedes Absatzes, ja, okay, da bin ich ja schon mal auf der richtigen Spur. Ich habe ja jetzt alle zweiten Wörter durchgestrichen, das heißt, jetzt habe ich noch alle. Seit, also muss ich das... Die Frage ist, ob das überhaupt ordentlich übersetzt wurde oder ob das in der Übersetzung einfach... ignoriert wurde. So, Erläuterungen zu wer antworten mein so, ist jetzt hier nee flüstere. Muss ich dann alle ersten Wörter letzten Endes zu irgendwas Neuem zusammenformen? Ei, da Ei, Ei ist. Interessant. Naja, wirklich, ich finde sowas cool, aber... Iden von Iden. Verzückt. Verzeichnet. Versklavt. Morgenröte 3. Wer die Lösung kennt, rastet natürlich innerlich gerade aus, ist mir schon klar. Der
Eidbrecher. Wehe. Jede. Leser. Hat man schon mal Leser? Nein, hat man nicht. Habe ich ja durchgestrichen, was ein zweites war. Das. So, bald. Verstandene. Jim. Was auch immer sein mag. Jim, der geht trainieren. Wer? Das? Sternenlicht. Fertig. Möge ich unsterblich bestreitet. Alles. Möge ich unsterblich bestreitet alles. Eure Sonnen unter nichts okay. Fassen wir zusammen. Der Altbrecher will je. Bla 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 bla. Okay. Ne. Ich mache erstmal was anderes. Ich schaue mal im Internet. Bis zum nächsten Mal, wie man das löst. Aber. Ich bin gerade zu entspannt unterwegs, um das jetzt hier auf eigene Faust zu lösen. So sehr du es auch versuchst, das Tor wird sich nicht bewegen. Ach was. Dim, dim, dim. Wow. Geil, darüber springen geht. Alter, was war das von Jump? Akrobatik sei Dank. Das will ich jetzt mal sehen, ohne in der Ego-Perspektive zu sein. So, ich renne hier. Und dann. Wow, wow. Geil. Okay. Dann schauen wir mal, welche Quests im Buch noch so schlummern. Das mit dem ersten Wort jedes Absatzes. Tja, jetzt nur vom in seinen Schriften eine Nachricht verborgen hat, damit er. Ich sollte diese Bücher etwas genau schauen. Ja, das sind zu viele Worte. Oder ist damit nur ist damit nur der ne Einband? Ne, ich glaube, es sind ich schon. Ich höre euch zu, Bürger. Graufuchs, was geht? Ne, kasselliche Legionskampfmagier, natürlich weiß ich schon. Braucht ihr nicht glauben, dass ich denke, das wäre der Graufuchs. Tue ich nämlich nicht. Ne, ne. Das glaube ich so. Dann werde ich ja hier mit Leichtigkeit rüber können, oder? Ja, ja, ich könnte zum Beispiel auch mal nach. Ne, ich knüpfe mir gleich eine weitere Quest noch vor. Durchsucht das Schloss. Habt ihr gerade einen Gothic-Vogel gehört? Na? So, der. Also haarscharf. So, jetzt aber. Den habe ich gerade im Flug beobachtet, habe mir gedacht, wenn der nicht trifft, dann. Verarschen mich die Physik in diesem Spiel, die sonst immer 100% akkurat daher. Ich liebe Physik in Spielen, wenn man Sachen umwerfen kann, wenn irgendwas runterkullert und so weiter, liebe ich. Oder auch wenn hier im Wasser sowas hinterhergezogen wird, kann man das eigentlich so zum Ausrasten bringen, wie in manchen neueren Spielen, wo es dann sogar kleine Tropfen und so gibt, so dass das sich irgendwie überlappt und dann so komplett ausrastet, weil verschiedene Tropfen sich gegenseitig beeinflussen und so. Ne, ich glaube eher nicht. Was glaubt ihr? Schreibt's mir, wenn ihr mögt. Vielleicht denkt ihr auch, warum soll ich das jetzt schreiben? Werdet ihr mich verarschen?
Dann werde ich es vielleicht eher nicht schreiben. Das ist natürlich eure eigene Entscheidung. Doch klar, Alter. Hier ist mega der verborgene Abschnitt. Hier geht's nicht vor, nicht zurück. Nur seitwärts. Und auch für den Seitwärtsgang wirst du den gewohnten Weg verlassen müssen. Glaube nicht, dass du auf vorgetretenen Pfaden wandelnd an dein Ziel kommen wirst. So ist im Leben. Hä, das kann ich doch so nicht machen. Ja, nur weil es kein anderer vor dir gemacht hat, heißt nicht, dass es nicht geht. Denkt über eure Grenzen hinaus. Hi, was ist das denn für einer? Ja? Ein Pirat oder was? Nee. Leb wohl. Vielleicht ist da auch eine Diebesgilde sogar, ja? Wer weiß. Nun. Nee. Keine Sachen drin, die ich nehmen will. Handsense. Diese Handsense sind ja zuhauf in der Welt. Oblivions. Was sind das für verschiedene Flaggen? Die verschiedenen Fürstentümer hier oder was? Oder was ist da los? So, schauen wir mal. Durchsucht das Schloss. Eine verratene Bruderschaft. Die Pilgerfahrt. Eine Kapelle, okay. Geh mal in Anvil. Du, 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 du. Meine Güte, was verschafft mir diese Ehre? Coole Gesichtszüge. Ich bin doch nur ein einfacher Prophet. Was wollt ihr von mir? Tja, was gibt's denn geboten? Acht und einer. Einst existierten die göttlichen Acht. Dann wurde Tiber Septim zu Talos. Und die Acht wurden neun. Ich folge dem alten Weg und ehre die Acht, während ich auch Talos Ehre zukommen lasse, dem Aufgestiegenen. Verstehe. Was gab's für einen Überfall? Dies ist nur der Anfang. Umaril ist zurückgekehrt. Wie von Pelinal Weißplanke voraus. Der Name. Okay, ja, komm, sag mir einfach, wer die Kapelle. Begreift ihr denn gar nichts? Das Blut spricht. Ich kann die alten Runen lesen, auch wenn ihr es nicht könnt. Cool. Asoyobala Umarile, El Nadara Kuvar, in der Eileidensprache, durch die ewige Macht von Umaril sollen die sterblichen Götter niedergeschlagen werden. Heftig. Ein Fluch auf die alten Feinde von Umaril und eine Drohung. Eine Drohung? Wie können wir Umaril aufhalten? Leider. Umaril kann nicht aufgehalten werden. Nicht ohne Hilfe der Götter. Nicht ohne die Reliquien des Kreuzritters. Ohne ich weiß schon, wer die finden sind muss. Den Göttern die Hände gebunden. Aber wer unter uns ist würdig, die Waffen des göttlichen Kreuzritters zu führen? So, rat mal. Ich. Ihr sucht die heilige Ausstattung von Pelinal Weißplanke? Die legendären Reliquien, die von alters her von mächtigen Kriegern gesucht wurden? Genau. Seid die. Ihr des Rittertums würdig? Ich bin der Held von Quatsch. Also dann, seid gegrüßt, Held von Quatsch. Dann will ich in den endlosen Chor der Lobpreisenden mit einstimmen. Jetzt übertreib nicht. Sicherlich wird einer unter euren vielen Anhängern euch auf eure Suche nach den Reliquien des Kreuzritters den Weg weisen. Der verarscht mich. Guck mal, der Blick schon so. Ja. Okay, so nah an Reliquien. Seid ihr des Rittertums würdig? Logo. Ich bin würdiger erst, wenn der Graufuchs ein Ritter ist. Ein ehrlicher Dieb? Ich überlasse es den Priestern von Zenitar, über dieses Paradoxon mit euch zu diskutieren. Tja, wenn der... Wie kann ich Reliquien finden? Die Götter gewähren jenen Einsicht, die sie für würdig erachten. Warum und wie sie handeln, ist nicht voraussagbar. Eines kann ich euch sagen. Ritter, die nach den Reliquien suchen wollten, sind traditionsgemäß auf dem Pilgerweg gewandelt. Besucht die Wegschreine der neun Göttlichen, betet zu jedem Gott der Reihe nach und bittet um seine Gunst bei eurer Suche. Wenn die Götter euch für würdig erachten, wird euch ein Zeichen gewährt. Geht nun mit dem Segen der Neun. Okay, ja, dann gehen wir mal mit dem Segen der Neun. Wegschreinkarte hinzu. Also Wegschreine abklappern. Cool, das klingt eigentlich nur ganz. Das klingt so wie Utas Aufgabe. Die Wegschreine wurden vom Feind entweiht.
hin und bringe ihn die Kraft in uns zurück. Alles klar, alter Mann. Was soll ich tun? In dieser Flasche befindet sich ein Tropfen Innos heiligen Sekrets. Das ist alles nur Unsinn, das sagt er gar nie, aber das habe ich mir gerade aus den Fingern gezogen. Einfach so. Einfach so? Einfach so. Aber wollen wir mal. Zack. Schreine. Zerr der Bogen. Schimmert rot. Die Pilgerfahrt. Let's go. Jeha. Ah ja. Keinerlei Questmarkierung. Das ist schon mal interessant, weil ich muss natürlich selber diese Wegschreine finden. Grünmethöhle, schimmeliger Met I. Naja gut, dann werde ich einfach mal gucken, welche Schreine ich schon entdeckt habe. In Darsel ist, glaube ich, was ganz anderes, aber schauen, welche. Ach. Ich erinnere mich. Bin ich vor denen nicht weggerannt? Weil die im Bunde mit Umbras ehemalige Besitzerin standen. Hieß die nicht sogar auch Umbra? Ich weiß gerade nicht. Wo ist der Stern? Azura Stern. Da. Lad mal vorsichtshalber wieder auf, damit da nichts schief geht. Ich kann das Perpetuum Mobile nur so lange aufrechterhalten, solange eine gewisse Sätze der Abgründe. Das finde ich ziemlich witzig, diesen Namen. Bogen auch mal wieder auffüllen. Was liegt denn hier von Kiesel? Ein Kieselsteiner. Ein Steiner. Da ein bisschen Pilz. Die Dinger kommen wir nicht. Das sind wir die Art von Baumpilz, die man nicht nehmen kann. Wunderschöne Blumenwiese. Also Blumenwiesen hat man echt schon damals gut hinbekommen. Ist ja eben auch, man muss so eine Blume modellieren, dann setzt man die ganz oft hin und dadurch hat man eigentlich schon damals mit einfachen Mitteln eine relativ schöne Sache darstellen können. Ne? Macht sehr viel Spaß, das alles zu pflücken. Das ist so ein befriedigendes Gefühl, vor allem in Elder Scrolls Spielen. Auch in Skyrim. Ich liebe es, diese Blümchen von Blumensträuchern abzupflücken und so weiter. Es ist sehr befriedigend. Schön. Irgendein Mond kreist da oben rum. Naja, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob ich irgendwo einen Schrein, also diesmal wirklich, finden kann. Weil ich habe ja schon mehrere entdeckt. Und zu irgendeinem muss ich mich ja mal teleportieren können, um mal einen Anfang zu machen. Versteht ihr? Öde Höhle. Haha. Guck mal, wenn ich da drücke, dann überlappt das eine Sein das andere. Azuras Schrein ist so ein Schrein. Na klar! Oh, ich dachte gerade, es wäre eine. Man sieht immer, was man sehen will, aber es sah gerade aus wie ein Unterleib mit Bikini. So. Hinfahrt! Folgt meinem Stern, vollbringt Großes und sucht euer Schicksal. Ach, ich habe wohl nicht richtig aufgepasst, was ich eigentlich machen soll. Lesen wir nochmal. Ich habe einem mysteriösen Propheten gesprochen. Er sagte, ich müsse eine Pilgerfahrt zum Wegschrein der Göttlichen machen, bevor ich die Suche nach Reliquien des Kreuzes bin. Damit ich die Schreine leichter finde, gab mir eine Karte des Pilgerwegs. Sobald ich einen Wegschrein für jeden der neuen Göttlichen besucht habe, werde ich eine Vision erhalten. Naja, das heißt, da muss ich eine Karte. Logisch, ich erinnere mich an die Karte, wie die erwähnt wurde. Kynaret, Akatosh, Julianos. Naja, sie ist wahrscheinlich eher so eine Daedra, Azura. Deswegen zählt sie nicht dazu, oder? Oh ne, da unten ist so ein Ober. Den habe ich null Bock. Okay, fangen wir mal bei Arkay an. Da war ich doch bestimmt auch schon mal. Ganz da unten, dahinter Dober.
War ich überhaupt schon mal in diesem Ort? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber ich will einfach mal sehen. Arkeil quasi zwischen diesen beiden. Sprich, hier irgendwo so. In der Nähe dieser Herberge. An die Herberge erinnere ich mich noch. Da habe ich, glaube ich, das Oblivion-Tor in der Nähe geschlossen, gell? Ja, sehr schön. Da liegen nur noch die Trümmer. So, machen wir Licht ein bisschen an. Natürlich meine ich Licht und nicht Heilung. Heilung ist ja auch schön und gut. Irgendwo da oben muss Arkais Schrein sein. Arkai. Ich liebe es, dass man dieses Tor öffnen kann. Da hinten sehe ich schon. Ja, ja, da hinten ist ein Schrein. Okay, das heißt aber, bei diesem göttlichen Schrein ist nicht immer eine Statue dabei. Haben nur Daedra-Fürsten Schreine von sich, so quasi nach dem Motto, die haben es nötig und die Göttlichen sind über sowas erhaben, so sich selber selbstsüchtig in einer Statue verewigen zu lassen, oder? Aber ich einfach interpretiere ich irgendein Bullshit, keine Ahnung. Aber hier ist ein Schrein. Das ist Arkais Schrein. Kraft gewonnen. Aber ich glaube, das ist dieser Schrein gar nicht. Hier steht ja Arkais Schrein. Nee. Bisschen mehr auf der Höhe, okay. Wobei doch, könnte eigentlich schon locker hinkommen. Aber das ist einfach nur irgendein Brunnen hier. Da steht ja nicht der Name des entsprechenden göttlichen an. Oder sind die Göttlichen über sowas so krass erhaben, dass sie auch das nicht nötig haben? Ich weiß es nicht. Aber ich vermute fast, dass das eine Bullshit-Theorie ist. Irgendwas greift mich an. Ah ja. Gut. Mehr oder weniger so, ne? Tja, wo ist der Schrein? Da unten? Wohl kaum. Rehe fliehen. Egal, rennen wir mal hin. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Brunnen, aber gucken wir mal. Vielleicht irre ich ja auch. Ja, das ist schon zu kritisch. Ich bin skeptisch. Lassen wir uns überraschen. Doch, Schrein von Arkai. Tue weiterhin Buße, um die Vergebung der Götter zu erlangen. Kriege ich jetzt irgendwo eine Update? Welche ich schon besucht habe. Ich habe wirklich schon... Ja, sehr gut. Ich habe hier gebetet. Habe ich jetzt quasi schon mal so weit Buße getan, dass ich hier... Nein. Gebetet ist auch gut. Ich habe einfach nur drauf geklickt. Ich habe meinen Geist noch gar nicht so weit... Mara? Okay. Mara war damals die Fiese in Risen 2. Da. Irgendwo da so vielleicht. Ja, mal so grob in die Richtung rennen. Machen wir nochmal ein Licht an. Das finde ich eigentlich ganz entspannt hier. Da kann ich ganz entspannt über irgendwas reden mit euch. Und dann von Schrein zu Schrein rennen. So könnte man auch direkt einen Podcast machen. Aber da könnte ich dann auch direkt einen Podcast machen, ohne dabei zu zocken. Boah, da hinten sieht mein geprüftes Auge. Mein geprüftes Auge, mein geschärftes Auge. Mein Auge kann prüfend oder geschärft sein. Aber geprüft kann ein Auge zwar sein, aber das bedeutet dann was ganz anderes. Ein geprüftes Auge bedeutet, dass das Auge geprüft wurde. Das Auge hat die Prüfung bestanden. Ah, da hinten sehe ich schon Maras Schrein, sehr gut. Den haken wir auch noch direkt ab auf der Liste. Letzte Folge war ja ein bisschen kürzer als 30 Minuten.
Darum machen wir die heutige Folge mal ein bisschen länger. Ist doch klar. Klar wie Kloßbrühe. So, hi. Bitte weiterhin um Vergebung. Ja, ja, ja. Sehr gut. Von Mara habe ich. Dann werden wir beim nächsten Mal entweder rausgefunden haben, wie ich diese eine Quest löse, oder erstmal noch mit dem Wegschrein von die Bella weitermachen. Wie auch immer, da sehen wir uns dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute euch. Ciao.